Oh, das Rad dreht sich. Ja, wir produzieren Planken. Den Justin Bieber, ja? Der kann jetzt mal was anderes machen. Der kann mal hier jetzt reingehen eigentlich. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Timberborn. In der Stadt der Biber sind wir gerade dabei, dass wir einen Damm bauen. Die Biber bauen einen Damm, da sind sie, da arbeiten sie dran. Und wir bauen ein Sägewerk mit Wasserrad, meine lieben Freunde. Wir können nämlich die Umwelt beeinflussen. Die Strömung, guckt euch mal an, wie die Strömung sich verändert. Der Wahnsinn. Wenn ihr dieses Projekt hier feiert, das übrigens zur Verfügung gestellt wurde, dankenswerterweise vom Entwickler, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr vom Projekt haltet und ob das weitergehen soll. Genau. Und dann können wir nämlich weiterbauen mit den Bibern, die hier gerade ganz fleißig sind. Guckt euch an, wie fleißig sie sind. Und die sind auch so niedlich. Mir wurden ein paar Tipps gegeben. Ich muss mir kurz mal den Überbiss korrigieren. Moment. So. Ich habe kurz meine Kauleiste entfernt. Genau. Nee, ich habe ein paar Tipps von euch bekommen. Wenn die Biber Kinder machen sollen, dann soll ich mehr Wohnhäuser bauen. Ich soll mehr Hütten bauen, damit die Biber Kinder machen. Kinderbiber. Biberkinder. Das ist ganz wichtig. Und ja, wir haben momentan generell auch ein bisschen wenig Material und auch ein bisschen wenig Arbeitskräfte hier. Deswegen müssen wir das jetzt mal schnell machen. Wir haben sehr viele Baustellen, ja, man sieht das jetzt hier schon. Und auch der Damm frisst halt wahnsinnig viele Ressourcen. Der Damm braucht 20 Holzscheite pro Segment, ja. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so easy going. Ihr habt mir gesagt, ich soll mal schauen, dass ich zum Beispiel bei Pfaden und Strukturen die Holztreppe zum Beispiel erforsche. Und das können wir sogar machen, weil dann können wir nämlich hier auf den Dächern von den Häusern, können wir nämlich auch Dinge bauen, zum Beispiel Dachterrassen und sowas. Und das ist ganz cool, weil wir dann den Platz ein bisschen besser ausnutzen hier. So, ich mache jetzt mal hier die Holztreppe. Zack. Ich will das nämlich mal ausprobieren tatsächlich. Guck mal, da ist tatsächlich dann so eine Treppe. Das ist ja der Wahnsinn. Und jetzt kann ich natürlich da noch nicht hochbauen, weil wir jetzt noch keine, also ich kann schon hochbauen, aber ich kann noch keine Wege da oben drauf bauen, beziehungsweise ich kann Wege bauen, aber ich kann die Wege nicht auf Rampen so, also nicht so über den anderen Wegen drüber weg, weil ich das noch nicht habe, das kann ich mir noch nicht leisten, das kostet noch zu viel Forschung. Ich probiere das jetzt trotzdem schon mal hier vorne so ein bisschen aus. Ich baue jetzt hier so eine Leiter, so, und dann baue ich davor einen Pfad, so. Dann ist das hier auch verbunden und dann bauen wir da oben mal eine Terrasse. Würde ich sagen. Geht das? Ja, so semi. Warte mal, wenn wir das so machen. Und dann davor, da noch eine Treppe davor. Sodass die da genau auch direkt rein können. Dann mache ich das hier nämlich nochmal weg. So. Dann können sie hier nämlich dann da die Terrasse benutzen. Das ist doch mal eine gute Idee. Und ich schätze mal Terrasse. Guck mal, befriedigt soziale Kontakte, Besucher 6. Ist vielleicht abends, wenn sie dann Freizeit haben. Normalerweise setzen sie sich ja hier alle ans Lagerfeuer, aber ist bestimmt keine schlechte Idee, wenn sie auch da oben sich mal versammeln können, so ein bisschen. Wenn sie mehr Freizeitmöglichkeiten haben. Oh, guck mal, sie sind dabei zu ernten. Es gibt eine Build-Order. Erst wenn der Damm fertig ist, beginnt der Rest. Oder du legst eine Priorität fest. Ach so. Also muss ich den Damm erst fertig bauen lassen. Na gut, das kann natürlich eine ganz schöne Weile dauern, ne, bis der Damm fertig ist. 75% ist jetzt das Eier. Ja gut, es ist gleich fertig eigentlich. Ich meine, grundsätzlich ist es nicht schlecht, wenn wir das machen, den Damm zu bauen, weil hier drüben ist ja zum Beispiel sind ja noch Bäume und so, die ja dann auch noch ernten können. Ich mache mal die Beschleunigung mal ein bisschen an. Ich finde das spannend, wie hier die Strömung zunimmt an der Stelle, wo der Damm immer enger wird. Also hier, wo das Wasser immer enger wird. Ich frage mich halt, wenn das komplett dann dicht ist, kommt dann überhaupt noch Wasser durch? Blockiert Wasser, lässt aber bei Bedarf eine gewisse Menge durch den Überlauf hindurch. Okay, also wir haben einen Überlauf, das ist schon mal gut. Kann man da eigentlich so unten drunter gucken? Ah ja, guck mal, so ist das also. Wenn sich zu viel staut, schwappt es oben drüber und dann ist da ein Überlauf, der das verhindert, dass da das Wasser... Guck mal, es ist schon deutlich höher da, seht ihr das? Links vom Damm, da ist mehr Wasser und da ist weniger.
Ich meine, ich finde das ja gar nicht schlecht so an sich, ne? Dass wir da mehr Wasser haben. Guck mal, hier ist die Strömung jetzt auch schneller. Hier wäre es jetzt natürlich schlau, so ein Wasserrad aufzubauen, ne? So an sich. Man könnte ja, ich meine, wir haben ja hier dieses Rad. Man könnte ja hier an der Stelle noch so einen Damm bauen. Aber nur so bis hierhin, damit hier die Strömung schneller wird. Damit wir da mehr Energie produzieren dann. Und desto schneller können wir dann hier Sachen verarbeiten. Ich glaube, wir haben gerade generell so ein bisschen ein Problem, dass wir gerade nicht genug Holz haben. Ich baue mal da einen Pfad. Warte mal, wir bauen mal hier so einen Pfad hin. Also so. Und dann so. Damit wir da zu dem Holz da hinten noch kommen. Damit die da noch mehr farmen können. Weil momentan sieht das schlecht aus. Können wir eigentlich hier hoch auch? Das geht auch bestimmt auch, dass wir hier hochlaufen. Warte mal. Hier, wir können doch eine Treppe bauen. So, und da auch. Und dann einfach da einen Pfad hin. Und dann da einen Pfad hin. Und dann können sie doch hier die toten Bäume einfach farmen. Das müsste doch auch gehen eigentlich. Oder ist das kein offizielles Holz? Birke. Junge Birke, denkt daran, pult nicht zu viel Rinde ab, okay? Holzscheiter 1. Na gut, tote Bäume bringen wahrscheinlich nicht so viel. Aber ist vielleicht ganz gut, wenn wir die toten Bäume wegmachen, als dass wir die lebenden Bäume vernichten. Hilft gut bei Dürren, der Damm. Ja, okay, das kann ich mir natürlich vorstellen, ja. Wenn dann Wasser aufgestaut ist, dass das dann... Also mehr Wasser braucht ja länger, um zu verdunsten. Ne? Wenn hier mehr Wasser aufgestaut ist, ist die Fläche größer. Also die, dann ist die, das Volumen größer, es verdunstet dann wahrscheinlich langsamer. Oder beziehungsweise es bleibt immer noch was übrig, wenn Wasser verdunstet, so, ne. Und dann haben wir da ein bisschen Reserven. Und sie können halt auch auf die andere Seite kommen. Wo auch wieder Birken und so sind, die wir dann wieder farmen können. Also ist schon gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich muss ja sagen, ich finde es generell ein bisschen beängstigend, wie krass das hier aussieht. Also das ist überhaupt kein richtiges fruchtbares Land, wo wir hier sind irgendwie. Das ist so nur so dieses kleine bisschen ist da ein bisschen fruchtbar in der Mitte und dann war es das schon. Dann ist schon Ende mit Fruchtbarkeit. Und hier gibt es so ein bisschen so einen größeren See. Ah, deine Biber sind glücklicher als je zuvor. Du hast einen neuen Wohlfühl-Punkte-Rekord erreicht. Jawohl. Meine lieben Freunde, wir machen auf jeden Fall was richtig. Den Bibern geht's gut. Ich habe die Vermutung, dass graue Felder Flächen durch Wasseranschluss wieder grün werden. Ah, aber wie soll ich denn Wasser nach oben kriegen? Weil das sind ja meistens Flächen, die weiter oben sind. Beziehungsweise, ja okay, das stimmt schon. Wenn man jetzt hier schaut, das geht hier so ein bisschen um den Fluss rum. Ja, hat so einen gewissen Radius vom Fluss aus und dann hört's hier auf. Kann schon sein, wenn man jetzt hier zum Beispiel eine Abzweigung macht. Was? Vorhersage, Dürre kommt. Oh, oh. Wenn man jetzt hier eine Abzweigung macht, dass dann, wenn dann da das Wasser lang ist, das hier wieder grün wird. Das kann natürlich sein. Ja. Das wäre natürlich cool, wenn das so ein bisschen dynamischer alles ist. So, wir müssen uns keine Sorgen machen. Der Damm ist gleich fertig. Dann haben wir schon mal für die Dürre ein bisschen vorgesorgt. Vielleicht ideal wäre es dann noch, wenn wir noch den zweiten Wassertank bekommen würden in der Zeit. Und vielleicht auch noch mal ein paar mehr Bäume. Ich weiß ja nicht, ich glaube, bei Dürre wachsen die Bäume nicht. Könnte ich mir vorstellen. Wie er da sitzt. Hat nichts zu tun. Kann einfach nicht. Nimm doch die Baumstümpfe. Aus den Baumstümpfen kann man doch auch noch was machen. Da kann man Zahnstocher machen. Zahnstocher braucht ihr doch auch. Wenn wieder Holzspalte zwischen die Zähne stecken. Ja, sehr schön. Schön bauen. Nice, der Damm ist fertig. Verdammt und zugenäht, kann ich da nur sagen. Nice, guckt euch das an. Wir haben einen Damm. Oh, guck mal, das fließt hier an der Ecke, aber trotzdem immer noch schneller. Generell haben wir die Durchflussgeschwindigkeit ganz schön erhöht jetzt, oder? Also es war vorher ein ruhigeres Wasser. Ja, guck mal, das ist ja cool. Das Wasser ist schon ein bisschen dynamischer. Das staut sich hier hinten jetzt so ein bisschen. Hier ist der Überlauf, genau. Es fließt hier ran, fließt dann hier zur Seite und staut sich hier auf der linken Seite, aber schwappt dann trotzdem weiter über. Und damit haben wir eine höhere Fließgeschwindigkeit erreicht jetzt. Ah, die Häuser sind fertig, oder? Ja. Also zumindest hier der Forscher ist fertig. Dann geht das jetzt auch mal ein bisschen schneller, dass wir Forschungspunkte bekommen. Und ich mache jetzt hiervon mal die Baupriorität von der Hütte hoch, weil wir brauchen mal mehr Arbeiter jetzt noch. Die müssen mal Kinder machen jetzt. Und das machen sie nur, wenn sie mehr Wohnraum haben. Deswegen lassen wir die das jetzt mal machen. Oh, da hat jemand Hunger. Aber der hat hoffentlich jetzt sich Essen aus dem Lagerhaus geholt. 59 Nahrung haben wir. Vielleicht sollte ich hier auch nochmal ein Feld dazu machen. Ein Rübenfeld.
Und hier vielleicht auch noch eins. Ich meine, wir werden wahrscheinlich nicht nochmal ernten können. In 2,1 Tagen kommt schon die Dürre. Ich glaube nicht, dass wir in der Zeit noch groß was anbauen können. Prio auf Wasser, sonst sterben sie alle. Die Dürre dauert 3 Tage. Ja, okay, dann machen wir das. Dann machen wir das hier vielleicht eher wieder auf Medium. Guter Hinweis. Definitiv. Dann mach mal lieber noch einen Wassertank, genau. Oh ja, stimmt, das Wasser wird weniger. Aber müssen wir da nicht sogar noch eine weitere Pumpe machen? Warte mal, wie viel kommt denn rein? 6 von 15. Ich glaube, wir bauen mal noch eine Pumpe. Kann man die Pumpe eigentlich auch elektrifizieren? Also quasi mit Mechanik? Pumpt Wasser hoch und filtert es, damit die Biber es trinken können. Einzigartig für diese Fraktion. Durst. Maximale Tiefe 2, okay. Können wir es überhaupt noch bauen jetzt, wenn die Ja, okay, geht. Oder soll ich das vielleicht lieber... Ja, doch. Kann ich zwei direkt nebeneinander stellen? Ich hoffe, das wirkt sich nicht negativ aus jetzt. Ich weiß es ja nicht. Mach das jetzt so und mach hier auch die Prio hoch. Oder mach mal die hier vielleicht noch ein bisschen niedriger. Damit sie erstmal vielleicht den Wasserbehälter bauen. 12. Ah, da bauen sie schon. Sehr gut. Damit, ja genau, damit immer schön was eingelagert werden kann. Ja, ja, schön einlagern, genau. Ja, sehr gut, ist fertig jetzt. Und jetzt schnell nochmal Wasser sammeln hier. Ah, da verteilen sie das. Habt ihr das gesehen? Die haben gerade von dem einen in den anderen verteilt. Sehr nice. 1,7 Tage noch. In der Zeit müssten sie doch die beiden Bärhälter locker voll kriegen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Guck mal, genau, jetzt tragen sie das Wasser raus. Sehr gut. Doppelt so viel Wasser wie vorher. Nice. Pump up the jam. Pump it up. Ja, nice. Pump up the jam. Nice, nice, nice. Aber wir haben keinen Biber da dafür, der damit pumpen kann. Nicht genug Biber-Pump. Dann macht mal hier die Prio beim Wohnhaus hoch. Wir brauchen doch noch ein paar mehr Biber. Mehr Biber. Nicey nice. An der Stelle, wo die Bären wachsen, ist eine Grube, welche einen verstopften Abfluss zum Fluss hat. Ah ja, stimmt. Du hast recht. Abreißen. Eine Barriere. Dann kann die Verstopfung lösen, um zu sehen, ob die grauen Flächen wieder grün werden. Das stimmt. Ich bin mal gespannt, ob sie das von oben machen können. Oh, wir haben ein Neugeborenes. Chuka Hackers wurde geboren. Sauber. Chuka Hackers. Stimmt, wir haben auch 12 von 12 Bibern in den Hütten. Es gibt keine Schnellbaufunktion, glaube ich. Man muss wirklich das über die Prioritäten klären, wenn man etwas schneller gebaut haben möchte. Ja, da bin ich mal gespannt. Jungtiere, wie süß, genau. Süße Jungtiere. Hier, ich definiere das hier jetzt, glaube ich, noch als Baumfeldzone. Dann können wir nämlich die Birken gleich noch mitnehmen. Kann ich da eigentlich einen Pfad jetzt über den Damm bauen? Wie ist denn das eigentlich? Oh ja, das geht. Guck mal. Ich kann da drüber bauen. Cool. Nice. Das ist schon alles ein bisschen nice. Und dann definiere ich da... Anyway, ich muss so eine Holzfahne bauen. So eine Sammlerfahne. Genau, machen wir die mal da hinten hin. Dann können wir das erschließen. Ah, das Haus ist fertig. Das Haus ist fertig. Ich will noch ein Haus. Noch ein Haus. Noch ein Haus. Ich baue mal hier noch ein Haus. Oder hier so. Kann man die dann vielleicht so zusammen kombinieren? Das wäre irgendwie auch cool. So ein bisschen wie bei... Ah, wo war denn das hier? Bei... Wie hieß denn das? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Industries of Titan. Da konnte man die Häuser doch auch so zusammenschalten dann. Das war doch eigentlich ganz cool. Das war ganz nice. So, ihr müsst jetzt hier mal bauen. Oh, das ist das Kind. Nein, das Kind saß gerade da. Das Biberkind. Hier, mach mal Prio noch hoch hier. Brauchen eine Prio. Eine höhere Prio brauchen wir. Gebäude benötigt Arbeiter, ja. Warte mal, sollen wir vielleicht... Wir haben noch 0,5 Tage Zeit. Sollen wir noch einen Wasserspeicher bauen schnell? Ah, ich weiß nicht, jetzt ist es, glaube ich, zu spät, oder?
Ist das denn auch gesagt, dass die Dürre wirklich dazu führt, dass kein Wasser mehr gefördert wird, selbst wenn wir hier einen Damm gebaut haben und eigentlich alles doch laufen sollte? Naja, wir werden es ja gleich rauskriegen. Die erste Dürre. Wir haben doch hier noch, oh. Eine Blaubeere haben wir noch. Die Nahrung geht runter. Ich glaube, wir haben eher ein Nahrungsmittelproblem gleich, würde ich sagen. Da mache ich mir gerade ehrlich gesagt mehr Sorgen als über Wasser. Über Wasser können wir uns noch halten, aber über Nahrung wahrscheinlich eher nicht. So wie es jetzt aussieht. Die Flüsse trocknen aus, echt? Oh. Na dann mal gucken. Dann kann es sein, dass ich gleich schon zu Ende ist. Wenn wir nicht aufpassen. Jetzt ist die Dürre fängt an. Die Dürre fängt an. Jetzt bin ich mal gespannt. Dürre? Dürre hat begonnen. Oh nein, die Dürre. Aber noch passiert nichts. Ach, das sieht doch noch chillig aus. Guck mal, die pumpen sogar noch Wasser ab hier. Oh, wobei der Wasserspiegel fällt. Guck mal. Also zumindest hier unten fällt der Wasserspiegel. Aber noch kriegen sie Wasser. Guck mal. Noch kriegen sie Wasser. Ja, wobei jetzt... Wow. Okay, hier ist jetzt schon ausgetrocknet. Krass. Aber der Damm scheint wirklich zu helfen. Ich unterstelle jetzt mal, wenn wir den jetzt nicht hätten, wäre hier wahrscheinlich das Wasser auch schon weg. Würde ich jetzt mal so sagen. Ist das nicht auch sogar der Sinn, warum Biber in der Realität auch Wasser aufstauen somit? Nee, warum machen die das eigentlich konkret in der Realität? Die ändern damit ja auch so den Flussverlauf. Und die haben natürlich da auch ihre Behausungen, wo sie dann ihre Jungen auch aufziehen. Aber haben die nicht... Ist das natürlich noch einen anderen Grund? Schalt die Pumpen ab. Aber warum? Es ist doch besser, wenn wir das Wasser noch schnell abzapfen, bevor es ganz weg ist. Um sich eine Biberburg zu bauen. Ja... Ja, auch. Ach, das auch, ja. Aber hat das nicht auch noch andere Gründe? Du musst noch Fellbereiche für die Bäume festlegen. Habe ich das nicht schon gemacht? Habe ich doch schon gemacht. Oh, guck mal, die Bäume hier sind auch am Austrocknen. Oder sind die da nicht im Fellbereich drin, da hinten, oder? Ah, die sind tatsächlich nicht im Fellbereich drin. Guck mal. Das ist natürlich, das geht gar nicht. Stürzt euch auf den letzten Baum, der noch übrig ist. Der letzte Baum. Oh, jetzt ist alles Wasser weg. Guckt mal. Aber das sind nur noch 2,2 Tage. Mir macht eher die Nahrung gerade Sorgen. Wir haben keine Nahrung mehr. Wir haben nichts mehr. Ja, haben wir noch Sammelbereiche irgendwie? Wie hatte ich das nochmal? Warte mal, wie hatte ich denn das nochmal definiert mit dem Sammelbereich für Essen? Wo war denn das nochmal? Da war doch irgendwie... Bäume fällen war es nicht, glaube ich. Wie habe ich denn das gemacht? Wie habe ich denn den Bereich nochmal definiert, wo die Nahrung aufsammeln können? Oder war das gar nicht? Gab es das gar nicht? Jetzt bin ich verwirrt. Oder war das... Bauernhaus, Sammlerfahren. Ich bin mir nicht sicher, ey. Ich weiß es nicht. Arbeit. Schlepperposten. Scheite. Landschaft? Ey, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du hast links bei den Bären eine natürliche Treppe. Links bei den Bären. Ach, da. Ah, da kann ich noch was machen. Okay, das habe ich nicht gesehen tatsächlich. Das ist ein guter Hinweis. Warte, dann müssen wir... Da müssen wir da erstmal einen Pfad hinbauen. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht aufs Dach bauen. Moment. Ja, so, hier genau. Da ist eine natürliche Treppe, genau. Die habe ich gar nicht gecheckt, siehst du? Da ist noch Essen. Um Gottes Willen, alle hin, alle hin. Alle sofort dahin. Alle verfügbaren Einheiten sofort. Sofort dahin. Hier, alles wegnatzen. Wo war denn jetzt wieder dieses... Ah, hier, Holzsammlerfahrt. Ist alles nicht so einfach. Ist eigentlich ein bisschen kompliziert. Ich glaube, wir haben bald ein Hungerproblem hier. Oh, aber es ist wieder Wasser am Start. Guckt mal. Ich sag ja, Wasser ist gar nicht so das Thema. Nahrung ist eher das Problem.
Nahrung ist vor allem schwierig. Da müssen wir einen Blick drauf haben. Geht ich gar nicht so einfach. Das ist gar nicht mal so leicht. Na guck mal, da kann man gar nicht anpflanzen. Da sind die Pflanzen, die schon vorher da waren. Da kann man gar nichts hinsetzen. Wir brauchen noch eine Farm, glaube ich. Sammlerfahne brauchst du nur einen Weg zu den Büschen, okay? Das Gebäude benötigt Arbeiter. Ach, der Sammler ist da drin, wa? Warte mal, können wir dann nicht theoretisch hier auch ein paar Sammlerfahnen einfach mal abreißen, so? Hier, die brauchen wir doch dann gar nicht. Die machen wir jetzt mal weg, weil dann haben wir nämlich einen frei, der woanders arbeiten kann. Würde ich sagen. Ah, oh, guck mal, die können sogar Nahrung ernten, wenn Dürre war. Gott sei Dank, denn das kommt nämlich gerade richtig. Das kommt gerade richtig noch, bevor die verhungern hier noch. Nicht schlecht. Es werden auch Kinder geboren gerade. Da müssen wir echt schauen, dass wir hier nicht irgendwie einen Engpass gleich haben. Und da holen sie die Bärchen rein. Sehr gut. Ach, es läuft doch eigentlich ganz gut, wenn man sich das hier mal so anguckt. Eigentlich läuft das doch ganz gut. Und da haben sie schon die Fahnen aufgebaut. Sehr nice. Aber ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn mehrere Biber auch farmen. Hier fehlt noch ein, hier fehlen noch Biber. Okay. Ich reiß jetzt hier mal den Sammlerposten auch ab. Weil da können sie eh nichts mehr sammeln. Das ist eh alles abgeerntet. Du kannst Kanäle bauen. Kann ich? Oh, guck mal, sie haben das da jetzt weggemacht. Ist das jetzt hier grüner? Oh ja, guck mal, ihr habt recht. Das ist hier jetzt grüner geworden. Guckt mal. Die haben da die Blockade entfernt. Jetzt ist da das Wasser reingekommen. Ich kann quasi die Landschaft bergrünen. Ah, oh, das ist ja cool. Aber warte mal, wie kann ich denn graben eigentlich? Schleuse, Doppelschleuse, Dreifachschleuse, Sprengstofffabrik. Was? Mit Sprengstoff, wa? Ich kann bestimmt mit Sprengstoff so Schneisen reinsprengen hier. Geil. Oh, das Spiel ist schon ein bisschen geil, muss ich sagen. Was die Biber alles können. Die können Sprengstoff werfen und bauen und benutzen. Das habe ich so in der Natur noch gar nicht wahrgenommen, dass Biber auch so Kanäle sprengen, so. Also, dass die dann so Schneisen reinsprengen in die Natur, damit die da das Wasser besser verteilen können. Die sind ja richtig krass drauf, ey. Biber können alles. Ja, wie die Bären, die können auch alles. Oh, guck mal, da sind sie jetzt auch am Farmen. Nice. Guck mal, jetzt läuft das hier richtig. Jetzt läuft das. Und wenn wir dann noch ein paar mehr kleine Biber haben, Biberkinder, dann läuft das noch besser. Viel besser. Mal gucken, wann sie die Dachterrasse bauen. Bin mal gespannt. Ah, jetzt haben sie da das Holzlager erstmal gebaut. Da müsste ja als nächstes... Oh, das Wasserrad ist fertig. Ja gut, jetzt haben wir ja ein stehendes Gewässer. Jetzt dreht sich da natürlich nichts, ne? Aber wenn die Dürre vorbei ist, in 0,4 Tagen... 0,3, also quasi am nächsten Tag, müssten wir eigentlich ein sich drehendes Rad haben. Nicht schlecht. Das ist natürlich spaßig. Das ist sehr spaßig. Oh, guck mal, jetzt sitzen sie wieder am Feuer. Ich finde das so niedlich, wie sie da sitzen. Das ist schon irgendwie putzig. Das ist so putzig. Förster ist jetzt sehr wichtig. Ja, ich weiß. Wir haben 100. Oh, wir haben ja Punkte. Gut, dass ihr mir das gesagt habt. Förster, genau. Lass mal Schreif halten. Ja, wir haben einen Förster gebaut. Erforscht. Ja, warte mal. Machen wir das doch vielleicht mal. Wo machen wir denn das mit dem Förster? Da, wo wir viel Platz haben und wo viele Bäume wachsen können, theoretisch. Also eigentlich ja nicht hier, weil am liebsten hätte ich das vielleicht tatsächlich hier drüben, wo wir noch gar nichts gebaut haben. Komm, wir machen das mal hier. So, dann können die hier nämlich schön aufforsten, ja. Hier sammelt sich ja auch immer das Wasser, das heißt bei einer Dürre bleibt hier auch immer alles schön feucht. Feucht bleiben ist hier ganz wichtig. Ach guck mal, da brauchen wir Planken, siehst du? Da müssen wir erstmal das Sägewerk. Ah, okay, hat sich erledigt. Genau, aber da haben wir noch keine mechanische Energie. Das Gebäude braucht Energie, um zu funktionieren. Schließe es an einen Generator an. Genau, das heißt, wir müssen erstmal warten, bis hier die Welle fertig ist, die Antriebswelle, und bis das Wasser wieder fließt. Ist ein Biber mit zitterndem Schwanz ein Biber?
Ein bibbernder Biber. Ach, guck mal, Justin. Justin arbeitet in der Wasserpumpanlage. Der Justin Bieber. Der pumpt hier ordentlich. Der will sein Image verbessern, der Justin Bieber. Der ist jetzt nur am Pumpen die ganze Zeit. Damit das wie ein großer, starker Bieber wird. Ein großer, starker Justin Bieber. Nice. Und dann am Ende ist er so eine Maschine, so eine Biber-Maschine, dann mit so richtigem Sixpack und so richtigen Oberarmen, so wie so ein, wie so Baumstämme. 17 von 18 Bibern. Ja, stimmt, wir müssen mal wieder eine Hütte bauen, glaube ich. Ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir mal wieder eine Biberbärhausung bauen. Eine Biberhausung. Nicey nice. Endlich arbeitet der Biber mal, Kappa. Der Justin. Der Justin Bieber. Nice. Guck mal, die Bäume haben es auch schon fast abgefrühstückt. Und bauen können sie ja da, wie gesagt. Oh, das Rad dreht sich. Ja, wir produzieren Planken. Ah, nee, noch nicht ganz. Es ist noch keine Arbeit hier drin. Wir müssen noch einen Arbeit. Ich mache jetzt mal hier bei dem einen Wasserpumpending den Justin Bieber, ja. Den holen wir da jetzt mal raus. Der kann jetzt mal was anderes machen. Der kann mal hier jetzt reingehen eigentlich. Können wir uns darauf einigen, dass Justin Bieber jetzt am Sägen ist? Der darf jetzt Krach machen in der Säge. Wie sie so rumwuseln, ist so lustig. Zodok ist erwachsen geworden. Es sind Tiere erwachsen geworden. Ich meine natürlich Biber. Biber-Tiere sind erwachsen geworden. Das heißt, wir kriegen hier... Ja! Quuxi! Quuxki! Ist jetzt am Sägen. Nice! Er ist am Sägen. Schön, schön, schön Sägen. Ah, ich finde das irgendwie cool. Ich finde zwei Sachen an dem Spiel finde ich sehr geil. Zum einen diese Sache mit dem dynamischen Wasser und dass man die Landschaft verändern kann, indem man das Wasser umleitet. Das ist schon echt cool, weil Wasser ist Leben, ja, das ist ja auch in der Realität so. Und dass die Veränderung von Feuchtigkeitsverläufen und Wasserverläufen und von Feuchtigkeit wirkt sich ja unmittelbar auf jedes Biotop aus. Und ich finde, das ist zwar hier vereinfacht dargestellt, aber es ist schon cool, dass es überhaupt dargestellt wird, ja, dass es eine Rolle spielt. Das, finde ich, fügt dem Spiel nochmal so ein bisschen so ein Aspekt noch hinzu, den man normalerweise nicht so oft hat bei Spielen, bei so Aufbauspielen. Wobei mich die Sache mit dem Wasser, die Mechanik an sich, erinnert mich so ein bisschen an City Skylines tatsächlich. Ja, da gibt es ja auch so die Möglichkeit, Wasser anschwellen und absinken zu lassen auch. Ja, und dann manchmal hast, wenn du Pech hast, überflutet es deine ganze Siedlung, wenn du da nicht aufpasst. Boah, guckt euch das mal an. Wie das jetzt hier abgeht. Also wenn der hier jetzt nicht Planken en masse produziert, dann macht er irgendwas falsch. Produktivität 22%. Ich glaube, das Problem hier ist eher, dass er wahrscheinlich nicht genügend Rohmaterial bekommt. Da müssen wir mal schauen, dass wir die Versorgung noch sicherstellen. Aber wir haben ja jetzt hier dann sicherlich bald... Warum liefern sie hier eigentlich kein Material hin? Haben wir denn jetzt schon Planken? Wir haben drei Planken. So, die müssten doch dann jetzt eigentlich da das Material hier rüberbringen, damit wir da den Förster bauen können eigentlich. Würde ich jetzt schätzen. Ich glaube, die Wege sind einfach gerade sehr lang. Kann das sein? Guck mal, die müssen ja das von hier nach da schleppen und dann wieder von da nach da. Kann durchaus sein, dass das ein Problem ist. Dynamisches Wasser feierst du ja eh. Ja, genau. Ich finde, dynamisches Wasser müsste es viel häufiger geben in Spielen. Ich meine, mittlerweile ist die Technik ja auch so, dass es jetzt nicht wirklich viel Leistung kostet. Ja, also, wenn ich mir jetzt angucke hier, ich kann hier nebenbei streamen. Ich habe sogar in 4K laufen, das Spiel. Ich kann es nebenbei streamen, ich kann es nebenbei aufnehmen. Und ich habe die grafische Qualität, habe ich, glaube ich, auf Mittel gestellt oder so. Oder auf Hoch war es. Entweder Mittel oder Hoch, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall... Das geht, ja, das kann man heutzutage wirklich machen. Und dafür haben es immer noch erstaunlich wenige Spiele, so dynamischere Systeme. Die Treppen werden davor gebaut. Ah, das ist aber auch gut, wenn sie die Treppen bauen eigentlich. Ach stimmt, ja, die brauchen ja auch Planken, jetzt sehe ich das auch. Welche Treppe bauen die denn dann jetzt? Warte mal, hier ist noch nichts drin. Welche Treppe machen die denn?
Naja gut, ich meine, wir produzieren ja weiterhin Planken. Jetzt ist die Produktivität schon auf 33% gestiegen. Dynamisch ist schwerer zu programmieren. Das würde ich gar nicht mal so sagen. Du musst für dynamisch ja nur einen gewissen Algorithmus festlegen, der dir halt definiert, wie sich das Wasser, also wie das Wasser allgemein reagiert auf Hindernisse und so. Und dann der Rest macht ja dann die Physik so, die du da hast, die Engine. Die du ja in der Regel meistens nicht mal wirklich mehr programmieren musst, weil es da ja schon fertige Routinen in den Engines oft schon gibt, die das schon ermöglichen. So. Also das ist ja nicht mal, du musst es ja nicht mal immer wieder neu machen sozusagen. Es sei denn, du entwickelst deine Engine komplett neu. Aber das macht ja keiner mehr heutzutage. Die greifen ja alle auf fertige Engines zu, in den meisten Fällen. Oder modifizieren fertige Engines für ihren Zweck so. Würde ich jetzt sagen. Also keine Ahnung. Aber ich denke mal schon, dass das so der Konsens ist. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Programmieraufwand ist. Selbst so 3D-Programme, wo du ja nicht Spiele mit programmierst, haben heutzutage schon sehr aufwendige Flüssigkeitssimulationen und so Partikelsysteme, die dir das ermöglichen. Oh, guck mal. Die Terrasse ist fertig. Nice. Boah, das geht richtig gut voran hier. Eine Biber-Terrasse. Und da sitzen die dann abends? Ja, guck mal. Ich finde das so lustig, wie das aussieht. Oh, guck mal, das Kind hat den Baumstumpf gekriegt, Leute. Ich finde das so lustig, wie der sich da so zurücklehnt. So. Das sieht so lustig aus. Ich würde sagen, dieses Spiel bekommt mein Prädikat besonders wertvoll, ja? Definitiv. Hütte bauen, 18 von 18. Ja, stimmt. Sie sind alle 18. Sind alle erwachsen. Wir brauchen mehr Kinder. Hier, genau, hier ist ja noch eine. Die ist ja noch gar nicht fertig. Komm, da müssen wir mal die Prio hochdrehen jetzt. Müssen mehr Hütte bauen. Das Farmhaus hat einen Bereich, in dem es Felder haben kann. Und du kannst die Felder in einem Bereich unabhängig vom Farmhaus. Hat das einen Bereich? Ach ja, das ist der ganze Bereich hier, kann das sein? Unabhängig vom Farmhaus kann ich die platzieren, ja? Ja, warte mal, dann machen wir jetzt hier noch ein Feld hin. Vielleicht auch mal mit einer anderen Frucht. Guck mal, wir können ja auch Kartoffeln anpflanzen hier. Komm, das machen wir jetzt mal hier noch. Schön hinter den Häusern. Da haben sie dann ein Kartoffelfeld hinterm Haus. Aber wir haben viel Nahrung. Also Nahrung ist jetzt erstmal nicht das Problem so. Ach so, das sind vor allem Bären, okay. Wir sollten mal ein bisschen von den Bären unabhängiger werden, glaube ich. Du hast jetzt 227 Forschungspunkte. Du kannst mal was ausgeben, zum Beispiel für große Hütten. Das stimmt. Warte, wir wollten die... Halt. Wir wollten die Plattformen machen für die Wege. 100 Wissenschaftspunkte, genau. Dabei können wir nämlich jetzt auch hier sowas machen. Das ist nämlich cool. Dann können wir nämlich wirklich so übereinander auch stapeln. Da können wir hochstapeln. Ich wollte schon immer ein Hochstapler sein. Nice. Und dann können wir... Was können wir noch machen? Wohnhäuser, genau. Mini-Hütte. Eine kleine Hütte, die Platz für einen einzigen Biber bietet. Warum sollte ich eine Hütte für einen einzigen Biber bauen? Nee, guck mal, da würde ich lieber die Doppelhütte machen. Ach, guck mal, das geht nicht, weil da haben wir nicht genug Forschung. Da müssen wir noch kurz warten. Dann können wir uns die Doppelhütte noch leisten. Kartoffeln kannst du grillen. Oh, geil. Der Baustelle fehlen Materialien. Keine Aufgaben in Reichweite. Ja, das ist hier, weil hier nichts ist. Aber die Holzscheite werden geliefert. Das ist schon mal nice. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Dann wird... Jetzt wird die Hütte gebaut. Sehr gut. Kingut und Rual Bokets. Die haben so lustige Namen, ey. Rual Bokets. Gibt's da eigentlich auch Rentner-Biber? Und muss ich eigentlich auch einen Biber-Friedhof bauen irgendwann? Ein Tempel kann man bauen. Ein Karussell, lol. Sehr lustig. Ich ja so lustig. Was ist hier eigentlich bei Metall? Plündererflagge. Um Metall aus Ruinen zu sammeln. Ja, das ist, glaube ich, Late Game hier. Das ist dieser Late Game Content, von dem wir alle sprechen. Holzscheitstapel. Weißt du, soll ich hier vielleicht mal noch einen Holzscheitstapel bauen? Vielleicht hier hinten. Da, wo wir ja dann eh verstauen wollen.
Ist ja vielleicht keine schlechte Idee. Hier, guck mal, hier haben sie die Holztreppen jetzt auch gebaut. Lass mal da gleich noch eine Baumfellzone definieren. Dann können sie sich hier die toten Bäume noch holen. Du musst deinen Förster noch sagen, dass er Bäume anpflanzen sollte. Der ist ja noch nicht fertig, dem kann ich noch gar nichts sagen. Aber ich glaube, ihr meint, ich soll hier eine Birkenzone definieren, wa? Machen wir das doch mal. Oh mein Gott. Ja, ruhig in die Vollen gehen hier. Kann man mal machen. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. So, 10 von 10 Holzscheiten haben sie jetzt. Und die Planken müssten jetzt aber eigentlich da in das Försterhaus. Guck mal, die tragen das, glaube ich, dahin. Ja, ich glaube, ja, die erste Plankenlieferung ist dahin gegangen jetzt. Sehr nice. Nice. Die Alten werden gegessen. Aufgegessen. Jeder, der nicht arbeitet, wird aufgegessen. Das Alter nagt an ihnen. Das Alter ist nagend. Es nagt an ihnen. Der Zahn der Zeit nagt an ihnen. Mal wieder so richtig abnagen. Wir sind ja hier alle Nager. Wir sind kleine Nager. Ich hätte jetzt auch gemischt gemacht, aber hier war kein Mischwald. Guckt mal, hier auf der Seite war Birkenwald. Ich mach Monokultur, das passt schon. Monokulti. Guck mal hier, die toten Bäume schmecken auch. Ich finde das so lustig. Das sieht immer ein bisschen so aus, als wenn sie davor stehen und grübeln, was sie machen sollen. Was mache ich denn da jetzt? Was kann ich denn da jetzt mit durchmachen mit dem Baum? Was mache ich denn da jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was mache ich denn da jetzt? Mache ich links oder rechts? Oben, unten. Vorne, hinten. Oh, das Kind haben sie allein gelassen. Ihr könnt das Kind auch nicht alleine am Lagerfeuer lassen. Ah, schön auf die Dachterrasse setzen. Baue eine Trägerhütte. Ja, die muss ich, glaube ich, freischalten, oder? Muss ich nicht freischalten? Warte mal, wo sind die hier? Bei Pfade und... Nee. Das ist... da muss ich mal ein bisschen gucken. Hier bei Arbeit war das, glaube ich. Schlepperposten. Schlepper unterstützen Arbeiter innerhalb ihres Distrikts beim Transport. Das meint ihr, glaube ich. Ich muss eine Schlepperbande brauchen, wa? Wir brauchen eine Schlepperbande. Komm, ich baue jetzt Schlepper. Ich hoffe, das war jetzt richtig, dass ich das da hinten gebaut habe. Ich dachte mir halt in der Nähe der Ressourcen, damit die Schlepper das dann wegschleppen. Vielleicht auch da direkt daneben noch einen Speicher für Holz bauen. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Würde ich jetzt sagen. Bau mal die Trägerhütte. Genau, habe ich jetzt gemacht. Wo arbeitet jetzt eigentlich Justin? Justin, wo bist du? Oh! Zodok ist jetzt unser Förster. Guckt euch das an. Ja, es wird geförstert. Nice. Shooterhackers. Kann man einen Biber lokalisieren? Gott. Hört ihr das? Die schnarchen in ihren Hütten. Die schnarchen da drin. Unglaublich. Die Sägen. Das ist ja hier ein einziges Sägewerk. Wo ist denn der Justin? Ist der schon tot, der Justin? Ist der schon weg? Ah, hier ist er, der Justin. Der Biber. Nice. Der ist hier in der Holzfällerfahne. Steckt da drin. 100 Bits für die Benennung des Bibers. Dankeschön. Dankeschön. Der Justin Biber. Wir müssen immer einen Justin Biber. Wenn der Justin Biber verschwindet, müssen wir uns einen neuen machen. Wasser haben wir auch hier noch. Vielleicht sollte ich noch ein Wasserfass bauen. Hier, ich baue noch ein Wasserfass für die nächste Dürre. Noch ist keine am Start, aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie, wann dann mal die Dürre dann doch zuschlägt und dann haben wir plötzlich nicht genug Wasser. Wobei Wasser, wie ihr sagt, war eigentlich bei der letzten Dürre nicht so das Thema. Da mache ich mir eher um die Produktion der Planken Sorgen.
Und an dieser Stelle endet diese Folge Timberborn. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die komplette Playlist oder die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und aktiviert gerne die Biber-Nachrichtigungen, damit ihr alles auch mitbekommt, was hier auf dem Kanal so abgeht. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.